Ist das da ein Vogel an meinem Fenster? Das sieht aus wie eine Eule. Wow! Wow, hat mir die Eule gerade einen Brief in die Hand geworfen? Okay, was steht denn da? Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Elisar Fick Ihnen dabei hilft, Ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er Sie von London zum Schloss begleitet, wo Sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Mathilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Leute, wie es scheint, werde ich wohl nach Hogwarts gehen. Ich meine, ich bin zwar derzeit nicht in London, aber für uns geht es heute gemeinsam nach Hogwarts. Wie krass ist das denn? Und damit beginnt sie, die erste Folge von Hogwarts Legacy. Hier auf dem Kanal, wir starten heute gemeinsam die Story und ihr da draußen könnt natürlich auch diesmal wieder dieses Spiel hier gewinnen. Dreimal, egal für welche Plattform, einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Und zum Start von Hogwarts verlosen wir sogar noch den fettesten Gaming-PC aus der Keyshore-Linie. Passt mal auf. Dieses Video wird euch präsentiert vom größten Gewinnspiel aller Zeiten. In Zusammenarbeit mit Boostbox könnt ihr den besten Gaming-PC aus der Keyshore-Linie gewinnen. Den Sir Keyshore mit einer RTX 4090, einem Intel i9. Alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los, würde ich sagen, mit Hogwarts Legacy. Dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eleazar! George, schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Schottland-Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat.
Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen Fünfklässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht was. Ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Wer kennt's nicht? Den guten alten Mega-Power-Trank. Ja, also der Anfang grandios. Das sieht richtig gut aus und ist richtig cool inszeniert. So, spül's runter, mein Sohn. Mega-Power-Trank aktiviert! Was ist passiert? Armer George. Warum musste er... Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir? Wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Also wie gesagt, optisch wow. Wow, das ist richtig, richtig beeindruckend. Schlüssel nur gebracht. Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen.
genau wie sie. Der Portschlüssel sollte uns hier führen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. So, und hier gehen wir ganz kurz in die Option, denn die konnte ich noch gar nicht einstellen. Denn das Spiel bietet dir erst Zugriff auf die Option, wenn du schon mitten im Spiel bist. Ah, besser so. Schön aufpassen. Viel, Was viel besser Sie, woher so. Woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschten. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam, aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Alles klar, Professor. Sie sagen, ich folge. Warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist, obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Alles klar, Fokus Firanicus. Ausgezeichnet. Okay, nutze deine Kamera, um ein aktives Ziel auszuwählen. Einige Spieler bevorzugen es, Ziele auszuwählen und den Avatar mit demselben Stick zu bewegen, indem sie die kamerabezogene Zielerfassung in den Einstellungen deaktivieren. Das war etwas holpriger als erwartet. Kann ich auch hier so eine Vase zerdabdudeln? Okay, das geht. Man kann auch irgendwie überall hochklettern, man kann springen. Ich muss sagen, ich bin... verbessert sich immer weiter. Ich bin einfach viel Danke, zu hübsch, Sir. Oder? Ich bin mal wieder viel zu hübsch. Da oben. Die meisten werden sich wieder irgendwelche Mutanten erstellen und ich bin wieder so ein richtiger Schönling. Aber so ist es eben, ne? Ich spiele nicht gerne hässliche Figuren. Ich find's immer total schrecklich, wenn ein Spieler so ein Mutant sich zusammenbaut und man muss sich das die ganze Zeit reinziehen. Oh, was haben wir hier? 50 Groschen habe ich gefunden. Alles klar, sehr geil. Also ja, das Spiel sieht echt schick aus. Und auch die Vertonung gefällt mir sehr gut, aber Warner macht ja meistens eine gute Vertonung. Denn immerhin sind sie ja für ihre Filme in erster Linie bekannt und dementsprechend haben die natürlich auch Top-Sprecher direkt an der Hand, ne? Nicht mehr weit. Gleich da vorn. Bleiben Sie ruhig. Reparo!
Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Die Minikarte zeigt deine Umgebung an. Mit dir in der Mitte. Dies ist dein aktuelles Ziel. Alright. Professor, es ist eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Alright, alright, alright. Jetzt sollen wir hier hinten hin. Den Professor lassen wir mal alleine. Der macht ja jetzt so sein Ding und wir dürfen jetzt so ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Professor, die Statue! Vielleicht war dies sein Zuhause. Aber ich hoffe, das wird auch so ein richtig schönes cineastisches Spiel mit einer fetten Story, wo man dieser viele Quests hat. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fig? Was ist das denn? Soll ich dagegen schießen? Ist es eine gute Idee, da dagegen zu schießen? Nicht los! Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Was in Merlins Namen? Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Hallo? Unmöglich. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut, die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört.
Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Verlies Nummer... Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter? Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12, bis zum heutigen Tag. Verlies 12. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Einfach nur wow. Es ist einfach nur alles wirklich richtig wow. Ich habe mich ja null gespoilert. Ich habe mir nur den ersten Trailer angesehen, wo das Spiel angekündigt wurde. Und sonst habe ich mir einfach gar nichts dazu angesehen. Dementsprechend bis jetzt Hut ab. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Laut Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Okay, Moment. Wie funktioniert das? Halte deinen Zauberstab mit L fest und bewege ihn entlang. Okay, ich bewege den. Aha, drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wirst, um die Bewegung deines Zauberstabs entlang des Pfades des Symbols zu beschleunigen. Okay, starten wir mal los. So, flop. Und... Ah, cool. Revelio. Ach, und jetzt kann ich ihn wirken. Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Okay, jetzt einfach wieder hier, muss ich dann nochmal... Nö, einmal und du hast es. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Freunde, schaut euch das mal an. Irgendwelche römischen Zahlen und Kelche. Was ist das hier für ein Verlies? Zelle, Tresor, Wertkammer, was auch immer. Was ist das? Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test?
genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach! Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Der Raum hier scheint endlos zu sein, Professor. Also so ein Leuchten könnte ich auch ganz gut gebrauchen. Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Bereit? Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Tja, der alte Professor sieht irgendwie gar nichts, ne? Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm, vielleicht hilft hier ja Lumos. Also, wir lernen Lumos. Und reingeboostet. So, ich kann den sogar selbst zuweisen, wie es scheint. Du hast den Lichtzauber Lumos erworben, der automatisch deinem Zauberset hinzugefügt wurde. Lumos erzeugt ein Licht an der Spitze deines Zauberstabs, damit du in dunklen Bereichen besser sehen kannst. Halte RT gedrückt und tippe Y, um Lumos zu wirken oder zu löschen. Okay. Lumos, sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Oh, ich muss hier stehen bleiben, okay. Protego! Accio! Lessetto! Levioso! Depulso! Depulso! Levioso! Sau cool! Protego! Confringo! Expulso! Confringo! Na komm schon! Der Professor metzelt die hier zu schnell weg! Oh wow! Professor? Professor! Professor Fig! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Revelio! Das ist ganz und gar nicht gut. Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Lumos! So, erstmal hier wieder eine Truhe geholt. Revelio! Haben wir hier noch mehr Truhen? Lumos! Ja, da drüben ist noch eine. Moment, die hole ich mir. Ah, dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Goblin-Schätze? Noch mehr Groschen? Hogwarts-Taler? Revelio. Lumos.
So, aber ich würde sagen, hier machen wir erstmal einen Break mit der ersten Folge. Ich muss sagen, richtig geil bis jetzt. Der Einstieg gefällt mir schon mal sehr gut. Ich verspüre ein wenig Hype in meiner Hose. Ich hoffe, ihr da draußen seid bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Danke fürs Zusehen. Denkt ans Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!